Hallo zusammen, es ist leider etwas windig. Ich hoffe, die Audio geht trotzdem. Ich bin gerade unterwegs mit zwei Freunden auf dem Weg zu noch einem und dann wird eine Tour gemeinsam gefahren. Und für den Anfang gurken wir hier an der Fulda entlang und dann durchs Weserbergland. Mal gucken, was wir so erleben. Wir haben mit uns ganz vorne eine Phaser und direkt vor mir eine Bandit. Und trotz meinem gestrigen Sturz bin ich natürlich auf der Honda unterwegs. Und es ist super Wetter, es sind viele Biker unterwegs. Macht Spaß. Windig. Wir sind jetzt unterwegs mit ganz vorne, danach Stefan, dann Sangi und dann ich. Ich habe eine nette Tour rausgesucht hier in der Gegend zu einem Bikerhotel, ein wenig Kuchen und Tee genießen. Und die Eindrücke der eigentlich echt ganz geilen Landschaft will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Insofern genießt einfach mit. Verständlich. Wir haben abgesetzt, der fährt noch knapp 2 Stunden nach Hause. Wir sind inzwischen wieder kurz vor zu Hause mit einer sehr schönen sonnigen Tour. Insgesamt war der Tag echt großartig. Ich habe wunderbare Gesellschaft mit den beiden vor und hinter mir und
Genau, wenn man vom Teufel spricht. Und es war echt eine klasse Tour. Also vielen Dank nochmal. Hast du gut ausgesucht. Durchs Weserbergland echt klasse. Die Villa Kunterbund, nee, wie hieß sie? Doch, ich glaube, war auch eine gute Idee. Also hat mir echt gefallen. Und jetzt gurken wir noch nach Hause. Und dann falle ich auch nur noch tot um. Weil so allmählich merke ich mein Knie, was ja gestern den Sturz abgekriegt hat. Und meine Hüfte und mein Rücken und mein Nacken. Und vielleicht nochmal hier die Info. Ich bin gestern gestürzt mit der Maschine. Hinterrad ist auf Baudreck ausgerutscht. Bin geschlittert, 5-6 Meter von der Maschine geflogen. Hüfte geprellt, Knie auf. Die Klamotten, die ich anhatte, haben Schlimmeres verhindert. Ich hatte eine Textiljacke an, die zwar auch was abgekriegt hat, aber meine Haut in dem Sinne geschützt hat. Und trotz Knie hat die Hose weiteres verhindert, war auch eine Textilhose. Insofern auch nochmal die Aufforderung, bitte fahrt immer mit Schutzkleidung. Das ist unglaublich wichtig, wenn ihr eure Haut und eure Gesundheit behalten wollt. Das zeigt mir eben jedes Mal wieder, wie wichtig Schutz ist. Gerade weil es hier jetzt auch so extrem windig ist. Boah. Naja, noch ein paar Bilder von der Heimfahrt. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Mitfahren. Bleibt sicher, habt Spaß. Und der Sommer kommt, die Touren werden sonniger. Versprochen. Tschö, tschö.